fast 3 Minuten. Genau. Hallo. Ist das tief? Ist das besser? Ja, so ist besser. Hallo, ich bin der Volker Holzendorf vom KV Leipzig, habe auch mal in Dresden studiert, deswegen wollte ich gerade KV Dresden sagen. Bin dort in die Grünen eingetreten, bin einer der 50% bei den Grünen, weil schon so lange dabei. Damals haben wir irgendwie 98 das 1000. Mitglied gemacht, jetzt haben wir 2000 Mitglieder. Ich wollte aber was, bin in Leipzig jetzt bei der AG Mobilität, der Sprecher, und deswegen wollte ich was zu den nachher zwei Sachen sagen, so ein bisschen fachlich. Und zwar wollen wir ganz heftig, also gibt es nachher eine Diskussion, ob wir ein 365-Euro-Ticket, Ausbildungsticket haben oder einen kostenlosen Nahverkehr haben wollen. Und da wollte ich mal ganz kurz eine fachliche Sache sagen, ein fachliches Argument und dann ein bisschen was dazu, was wir dazu sagen und was wir vielleicht besser machen können. Also das 365-Euro-Ticket ist im Prinzip eine ganz tolle Idee, funktioniert aber nur dann, wenn 40% oder das führt dazu, dass 40% der Menschen wahrscheinlich den ÖPNV nutzen. Eine wunderbare Sache, sollten wir unbedingt unterstützen und sollten wir unbedingt machen. Aber wir haben ein Problem in Sachsen. In Dresden ist der ÖPNV-Anteil gerade bei 18% und es ist rappelvoll. In Leipzig ist das so, mit 18% ist es rappelvoll. In Dresden ist es bei 23%, ist genauso rappelvoll. Also wir wollen eine Verdopplung der Fahrgäste, die wir gar nicht leisten können. Deswegen brauchen wir als erstes und als ganz wichtigstes einen Ausbauplan für den ÖPNV. Und nur wenn wir den haben, können wir überhaupt sagen, okay, wir wollen 365-Euro-Ticket, wir wollen vielleicht auch kostenlosen Nahverkehr haben. Aber wir können nicht die Leuten irgendwas versprechen, um sie dann gar nicht befördern zu können. Das geht nicht aus unserer Sicht, aus der LAG Verkehr, in der ich auch Teilhabe bin. Und das, finde ich, ist immer für uns Grüne das Wichtigste, dass wir zukunftsrealistische Pläne machen. Und das heißt, wir können erst dann was anbieten, wenn wir es tatsächlich anbieten können und nicht wie manche anderen Parteien das sofort sagen, weil es populistisch schön klingt. Natürlich kostet das ganz viel Geld und dieses Geld kriegen wir aber auch irgendwie zusammen aus dem sächsischen Landeshaushalt. Und dazu müssen wir natürlich in die Regierung kommen, um das mitbestimmen zu können. Bei der Opposition kriegen wir immer die gleichen Vorschläge, aber die kommen irgendwie nicht rum. Deswegen müssen wir in die Regierung kommen. Klar, dafür kämpfen wir und machen gute Politik. Und dieses Geld kriegen wir aber zum Beispiel aus dem Nahverkehrs- bzw. den Regionalisierungsmitteln, die zurzeit in Sachsen auch teilweise falsch ausgegeben werden. Da gibt es Förderungen für Schmalspurbahnen, wunderbares Tourismusförderungsprojekt. Dann soll es aber auch der Tourismushaushalt bezahlen und nicht der ÖPNV-Haushalt. Es gibt den Ausbildungsverkehr, das ist ein Bildungsaspekt. Das soll also der Bildungshaushalt bezahlen und nicht der ÖPNV-Haushalt. Und dann gibt es Freifahrten, die bestimmte Menschen eben brauchen, damit sie überhaupt an der Teilhabe machen können. Das ist ein soziales Projekt, muss der Sozialhaushalt bezahlen. Und dadurch haben wir das Geld, überhaupt ÖPNV auszubauen, um dann irgendwann perspektivisch auf ein 365-Euro-Ticket zu kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Volker. Wir kommen